Sehr verehrte Damen und Herren, Sie hier in der Europäischen Bibliothek der Demokratie zu einem Vortrag von Professor Dr. Nico Pech. Wir sind im akademischen Viertel geblieben. Wir zählen über einen Lehrstuhl an der Universität in Oldenburg für Umwelt und Produktion. Ich persönlich kenne ihn aus dem wissenschaftlichen Beirat von Attac. Und ich übergebe meine Zeit zu spannen. Fragen werden im Anschluss möglich sein. Mit einer Stunde sprechen, eine halbe Stunde sind für Fragen eingeplant. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß mit Professor Dr. Nico Pech. Feinde der Deutschen Bahn. Frühling, Sommer, Herbst und Winter, aber der Winter ist schon der Erzfeind und da ist eine Gleisanlage an ihm vorne. Okay, kommen wir gleich zur Sache. Wer über Wirtschaft und Wachstum reden möchte, muss über Lebensstile reden. Und bevor ich das tue, möchte ich zunächst einmal etwas wie einen Kompass ausbreiten, der es Ihnen leichter machen soll, in diesem Fahrwasser des Nachhaltigkeitsdiskurses zu navigieren. Wenn wir die letzten 40 Jahre an Umwelt oder Öko- oder Nachhaltigkeitsdiskussion Revue passieren, kann man im Prinzip zwei einander konträr gegenüberstehende Schulen, Philosophien oder einfach Auslegungen des Nachhaltigkeitsbegriffs unterscheiden. Haben wir auf der einen Seite die Idee der ökologischen Modernisierung, die zum Gegenstand hat, unser derzeitiges Konsummodell zu integrieren, also nicht in Frage zu stellen, vor allem zu immunisieren gegen jede ökologisch motivierte Kritik. Nach dieser Auffassung ist es so, dass ein grünes Wachstum möglich ist, wenn nur die richtigen und hinreichend viele technische Innovationen oder andere Schritte des technischen Fortschritts eintreten, sodass man also übergeordnete Mobilität, Konsum, Telekommunikation oder auch andere Befindlichkeitsstiftende Artefakte entkoppeln kann von ökologischen Schäden und Ressourcenverbrauch. Die beiden Grundkonzeptionen, die für diese Auffassung von nachhaltiger Entwicklung von Bedeutung sind, das sind die ökologische Effizienz, die ich hier, glaube ich, nicht mehr erläutern muss, und die ökologische Konsistenz, die vor allem darauf beruht, geschlossene Kreisläufe in Produktion und Konsum zu etablieren und regenerative Energien zu nutzen. Die Algebra dieses grünen Wachstums, manchmal spricht man ja auch von Green Growth oder von Green New Deal, falls man kein PH kann. Also die Algebra sieht so aus, dass also das Bruttoinlandsprodukt weiter wachsen soll und die damit einhergehenden ökologischen Schäden gesenkt werden sollen. Ich habe das hier beispielhaft verdeutlicht am CO2-Aufkommen. Und wenn ich von wirtschaftlichem Wachstum rede, meine ich grundsätzlich das Bruttoinlandsprodukt. Das ist ein Maß für das materielle Wohlergehen einer Gesellschaft. Genauer, es handelt sich dabei um die jährliche Menge an produzierten Gütern jeglicher Art, bewertet zu jenem Preis, zu dem der Output die Angebotsseite verlässt und die Nachfrageseite erreicht. Daraus geht schon hervor, dass all das, was überhaupt wachsen kann, was überhaupt Gegenstand von wirtschaftlicher Expansion sein kann, offenbar Resultat industrieller Arbeitsteilung sein muss. Denn die selbst angebaute Möhre, der selbst angenähte Knopf, das selbst gebackene Brot, das alles fließt ja nicht ins Bruttoinlandsprodukt ein, weil es nicht gehandelt wird, weil es keinen Preis hat. Vor allem aber handelt es dabei um eine Form der Produktion, die überhaupt nicht steigerbar ist, aus physischen Gründen. Wenn Menschen kein Geld, kein Kapital, keine Industrie und keine fossile Energie haben, haben sie nur ihre Hände. Also können sie nur handwerklich tätig sein. Also sie können im Prinzip nur das praktizieren, was man als Subsistenz bezeichnet. Und das kommt an Grenzen. Deswegen ist ja auch vor der Industrialisierung, also bevor Menschen einen verlängerten Hebel hatten, bevor Menschen in der Lage waren, ihre Handlungen technisch zu verstärken, also als wir uns noch in einer Handwerker- oder Zunftökonomie befunden haben, hat es ja auch kein Wachstum gegeben, logischerweise. So, es gibt auch eine Mengenlehre zu dieser Auffassung von Nachhaltigkeit. Und diese Mengenlehre trägt so ein bisschen die Inschrift, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Das heißt, hier geht es darum, über grüne Investitionen wirtschaftliches Wachstum zu erzeugen. Das freut die Unternehmen, weil die Gewinne steigen, weil sie neue Märkte erschließen können. Es freut aber auch die Bedenkenträger im Bereich des Sozialen, weil dieses neue Einkommen quasi eine Verteilungsmasse darstellt, die sowohl über
die Arbeitsplätze, die entstehen, als auch über die Umverteilung, das heißt über Steuereinnahmen, in die Gesamtgesellschaft diffundieren, sodass der Wohlstand steigen kann. Ja, und der Ökosphäre soll es gut gehen, weil ja physisch-technisch betrachtet der Gegenstand dessen, was also wächst, irgendwie ökologische Effizienz oder Konsistenz sein kann. Demgegenüber sind wachstumskritische Ansätze der nachhaltigen Entwicklung und die Prämissen, auf denen also die wachstumskritische Sicht der Dinge beruht, diese Prämissen lesen sich quasi wie ein Katalog der Antithesen zu dieser schönen, grünen, bunten Welt, in der man alles haben kann, sogar ein gutes Gewissen bei Plünderung. Es ist aber nicht so, dass die Anhängerinnen und Anhänger der wachstumskritischen Nachhaltigkeitsauslegung mit einer Stimme sprechen würden. Auch hier können wir eigentlich, wenn wir genau hinschauen, zwei Lager erkennen. Zunächst einmal gibt es jene, die der Auffassung sind, dass allein institutioneller Wandel hinreichend ist, um eine nicht wachsende oder auch ökologisch stabile Ökonomie zu erzeugen. Wenn ich von Institutionen rede, meine ich Gesetze, meine ich politische Eingriffe und andere Regelungen. Und das möchte ich ganz kurz durchdeklinieren. Da gibt es zunächst einmal die Marxisten, die sagen, das Eigentum ist schuld an allem. Das heißt, wir müssen wegkommen vom Privateigentum und vor allem von dem Recht der unbegrenzten Kumulation von Eigentum. Die Wohnreformer beispielsweise, wie Adolf Damaschke, Henry George, Silvio Gesell, es gibt ja auch zeitgenössische Vertreter dieser Strömung, einige sind hier sogar anwesend, hier Blöhr, Werner Onken, aber auch der Peter Barnes beispielsweise, die gehen davon aus, dass man vor allem die nicht vermehrbaren und vor allem nicht von Menschen geschaffenen Ressourcen möglichst nicht im Privateigentum haben sollte, sondern die demokratisch oder staatlich regulieren sollte. Dann gibt es noch eine dritte Gruppe, das sind die Anhänger der sogenannten Commons, Almenden oder Gemeingüter, da ist dann der Name von Helena Ostrom sofort zu nennen, die also glauben, es gäbe so etwas wie einen mittleren Bereich, jenseits des staatlichen oder öffentlichen und des privaten Eigentums, also eben das Gemeineigentum. Wiederum andere Institutionalisten, wie ich sie mal nennen möchte, glauben, dass es Alternativen zum Markt geben könnte, indem man also die Transaktion der Güter und der Leistungs- und Wertströme eben planen, regulieren oder auf andere Weise demokratisieren kann. Wirtschaftsdemokratie. Beispielsweise Christian Fellner oder der Uli Brandt, die treten für so etwas ein. Dann gibt es die Geldreform. Die kann man wieder unterteilen in die Zinskritiker, die also sagen, sie haben Zins, und natürlich diejenigen, die den sogenannten Vollgeldansatz oder den 100% Money Approach von Irving Fischer befürworten oder auch Leute wie Binswanger, die beides, glaube ich, vernünftig finden. Dann gibt es diejenigen, die sagen, wir brauchen eine soziale Reform. Wenn wir den Menschen ein bedingungsloses Grundeinkommen geben, nämlich etwa 1000 Euro, ohne dass die Menschen eine Angabe darüber machen müssen, was sie denn nun tun mit dem Geld oder was sie geleistet haben, um dieses Geld zu bekommen, dann, so glauben die Anhänger dieser Art von Reform, verschwindet die Gier. Weil die Gier, das immer mehr haben wollen, letzten Endes auch ein Resultat der Konkurrenz ist. Und Konkurrenzverhältnisse treten auch in einer Gesellschaft, wo man ständig Angst davor haben muss, das zu verlieren, was man hat, vor allem den Arbeitsplatz. Das war auch sehr vorgegeben. Lange Rede, kurzer Sinn. Diese Vielfalt der institutionalisierten Strategien, Veränderungen, betonen die Rolle der Politik. Dem gegenübergestellt sind die Anhänger eines substanziellen Wandels, die zwar niemals verkennen würden, dass wir unbedingt andere politische und institutionelle Rahmenbedingungen brauchen, die aber sagen, es nützt nichts. Das Entscheidende, was als Resultat herauskommen muss, und das muss man erstmal beschreiben, das muss man erstmal benennen, ist letzten Endes eine physische Quantität, die sich ein Mensch im 21. Jahrhundert noch aneignen darf, ohne ökologisch über seine Verhältnisse zu leben. Ohne gegenwärtige Gerechtigkeit damit zu erkaufen, dass eine umso ungerechtere Zukunft das Resultat ist. Der Industrierückbau, die Deglobalisierung, vor allem die Suffizienz und Subsistenz sind dann Begriffe, die hier auftauchen. Und auch diese Strömung hat natürlich ihre Urväter oder Mütter. Denken wir an Günther Anders, an Leopold Kohr oder an Fritz Schumacher, Nikolaus Ceausescu-Röhm oder etwa auch Marianne Grönemeyer, die für mich heute noch eine zeitgenössische Vertreterin einer gemäßigten Ökonomie ist, statt einfach nur darauf zu pochen, dass sich politisch etwas verändern muss. Und natürlich kann man auch Robin Daly hier einordnen. Und ich glaube, ich kann sie da selber auch einordnen. Der Wandel, der erforderlich wäre, um einen wirklich substanziellen Rückbau unserer Ansprüche an materielle Selbstverwirklichung einzuleiten, dieser Wandel kann nicht politischer Art sein.
Niemand glaubt ernsthaft, dass es möglich sein könnte, politische Mehrheiten in einer zeitgenössischen Konsumdemokratie zu erzeugen, die also akzeptieren könnten, dass wir weniger fliegen, weniger Auto fahren, weniger Fleisch essen, weniger Einfamilienhäuser und so weiter und so fort. Dass wir ein Handy tatsächlich 5 oder 6 Jahre nutzen, statt es alle 7 oder 8 Monate zu verschleißen, einfach weil ein neues am Horizont erscheint. Also es sind wohl eher soziale Praktiken in den Nischen, die von Pionieren, von einer Avantgarde vorgeführt werden, die sich über eine soziale Dynamik, wenn man die Hoffnung haben darf, übersetzen in einen Prozess des Wandels. Naja, dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit des Wandels, der Kollaps einfach. Einfach sich klar machen, dass dieses Kartenhaus namens Wohlstand gewisserweise eine Halbwertszeit hat, die in Griechenland schon mal so ein bisschen auf dem Bildschirm erschienen ist, die auch in Spanien Platz greift. Und wenn Portugal fällt und Italien, dann denke ich mal, wird diese Art der Instabilität sicherlich auch den Norden Europas irgendwann erreichen. Die Finanzkrisen, die wir erlebt haben, also ich wechsle jetzt mal sozusagen den ökologischen Faktor, also die Finanzkrisen allein, die wir erlebt haben, in Verbindung mit Lehman Brothers, Subprime Derivate oder auch dann der verlängerte Arm dieser Finanzkrise in Griechenland, das alles haben wir ja nicht wirklich gemeistert. Wir haben bis heute keine Konsequenz daraus gezogen, die in irgendeiner Form an den Ursachen unterliegt. Das wissen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Konferenz besonders gut. Das ist die größte Gewähr dafür, dass diese Finanzkrise sich wiederholen wird, dass die Einschläge näher werden. Das heißt also, dass die Destabilisierung unseres Sichtverhaltens eben auch aus dieser Speisen wird. So, ich möchte jetzt auf eine ökonomische Entwicklungsgrenze zu sprechen kommen. Ich hatte gerade schon gesagt, ich will das beispielhaft am Klimaschutz tun und wir wissen ja, dass der Wissenschaftliche Beirat für globale Umweltveränderung, der im Auftrag der Bundesregierung tätig ist, mit seinem Budgetansatz auf denkbar ökologische Weise alle bisherigen Darlegungen zum Klimaschutz zusammengefasst hat. Demnach ist es so, dass wenn wir das 2-Grad Klimaschutzziel erreichen wollen, und darauf haben sich ja nun immerhin alle europäischen Regierungen verständigt, dann würden bei 7 Milliarden Menschen auf dem Planeten würden noch 2,7 Tonnen CO2 als individuelles jährliches CO2-Budget herauskommen. Wer das nicht akzeptiert, will entweder keinen Klimaschutz oder will keine globale Gerechtigkeit. Das muss man sich klar machen. Was man sich auch klar machen muss, ist, deswegen habe ich ja diesen Trichter auf die Folie gezeichnet, ist natürlich, dass bei aller Notwendigkeit einer Reduktion unserer Ansprüche im Norden natürlich immer noch auf diesem Planeten auch ein Bedarf an ökonomischer Expansion verbleibt. In einem Land wie Malawi beispielsweise, wo also die Ernährungssituation desaströs ist, wo es kein Gesundheits- und kein Bildungssystem gibt, da kann man nicht auftreten und sagen, so, jetzt machen wir mal die Wirtschaft ohne Wachstum und des Klimaschutzes willen. Das wäre Zynismus. Deswegen geht es darum, einen Zielkorridor zu benennen, der gerechtigkeits- oder globalisierungsfähig ist, sodass alle Menschen auf diesem Planeten sich auf gleicher Augenhöhe begegnen, also das gleiche physische Quantum an Reichtum sich aneignen dürfen. Und was sie dann damit tun, das sollte ihnen überlassen werden, weil alles andere wäre drangsalierend oder hätte was mit einer Diktatur oder vielleicht sogar auch mit wissenschaftlicher Besserwisserei zu tun. Man also etwa definieren wollte, was Leute tun müssen, um glücklich zu sein. Sie merken, ich bin auch kein Anhänger dieser alternativen Wohlfahrtsmaße, halte ich für eine Chimäre. Besser ist es, eine Grenze anzugeben, von der man sagen kann, nach bestem Wissen und Gewissen, wer innerhalb dieser Grenzen verbleibt, lebt nicht über seine Verhältnisse. Aber was ich innerhalb dieser Grenzen tue, um subjektiv empfundenes Wohlbefinden zu erlangen, das kann nur ich entscheiden. Das steht nicht in irgendeinem neuen Wohlfahrtsindex und das kann mir auch kein Psychologe wirklich sagen. So, was ich Ihnen hier jetzt zeige, das ist das Programm der Postwachstumsökonomik. Die Postwachstumsökonomik ist eine ökologisch orientierte Teildisziplin der Wirtschaftswissenschaften, die sich aber auch anderer Theoriezugänge bedient. Deswegen spricht man auch oft von einer heterodoxen Vorgehensweise. Die Postwachstumsökonomik adressiert 3 wichtige Fragenkomplexe, die bislang nicht nur in der Ökonomie, auch anderswo sträflich vernachlässigt wurden. Zunächst einmal geht es um die Frage, steckt hinter der Wachstumskritik, die ja seit 40 Jahren virulent ist, steckt dahinter mehr als das, was man als romantische Sonntagspredigt bezeichnen könnte? Gibt es wissenschaftliche Begründungszusammenhänge, die sich anführen lassen,
Als Grund dafür, dass also ein weiteres Wachstum des Bruttoinlandsproduktes eben keine Option mehr für das 21. Jahrhundert sein kann. Die zweite wichtige Kategorie der Fragen, die wir stellen müssen, betrifft Wachstumszwänge. Warum sind moderne Ökonomien praktisch dem Zwang ausgesetzt, ständig einen Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes aufzuweisen, weil anders eine politische und soziale Stabilisierung nicht gegeben ist? Und drittens natürlich als eine Art Konsequenz aus dem Vorhergesagten, ginge es dann darum, die Konturen und Eigenschaften einer Wirtschaft ohne Wachstum zu entwickeln, und zwar systematisch zu entwickeln. Diese systematische Entwicklung einer solchen Kontur einer Postwachstumsökonomie erfolgt dadurch, dass wir die Wachstumszwänge analysieren und uns Strategien entwickeln, um diese Wachstumszwänge zu tilgen oder sogar gänzlich aus der Welt zu bringen. Lassen Sie mich zu Beginn dieses kleinen Streifzugs, der sich nur neugierig machen kann, denn in der gegebenen Zeit ist es unmöglich, das Programm der Postwachstumsökonomik in Gänze darzulegen. Lassen Sie mich einfach auf diese vier Diskurse ganz kurz eingehen, die also Wachstumskritik zu einem auch wissenschaftlich analysierbaren Gegenstand werden. Zunächst ist es so, dass das, was ich gerade alles zum grünen Wachstum schon skizziert habe, nämlich der Versuch über technischen Fortschritt unser Wohlstands- oder Industriemodell ökologisch zu entkoppeln, dass das alles bislang bestenfalls gescheitert ist. Bestenfalls. In vielen Fällen, und da ist für mich die deutsche Energiewende ein herausragendes Beispiel, haben diese Versuche einer ökologischen Modernisierung sogar mehr zusätzliche ökologische Schäden erzeugt, als sie bestenfalls theoretisch an vorhandenen Schäden hätten tilgen können. Zweite Ebene, Peak Everything. Dahinter verbirgt sich der Befund, dass unserem Wohlstandsmodell die Ressourcen ausgehen. Viele denken sofort an Peak Oil und wenden dann gern ein, naja, die Amerikaner sind jetzt dabei, über Fracking quasi sogar regelrecht, was ja auch historisch einmalig wäre, autonom zu werden im Hinblick auf die Versorgung fossiler Energieträger. Aber abgesehen davon, dass auf diese Weise Amerika regelrecht das letzte ökologische Tafelsilber zerstört, und man sich fragen muss, ob die amerikanische Population das überhaupt durchhalten kann, was da im Moment veranstaltet wird. Abgesehen davon ist das erstens nur ein Aufschub. Zweitens haben wir Europäer nicht viel davon, auch nicht die Chinesen. Und drittens geht es überhaupt nicht nur um Öl. Wir sind so dermaßen abhängig von vielen anderen Ressourcen, die vielleicht sogar noch eher knapp würden, selbst dann, wenn es keinen Fracking gäbe, als Öl, dass wir nicht sagen können, dass es da irgendein Ausschub gibt. Vor allem Flächen. Wir müssen uns klar machen, dass die Industrialisierung immer mehr Flächen okkupiert hat, die uns fehlen für die Nahrungsmittelerzeugung. Denken viele an die sogenannte Teller versus Tank-Diskussion, die man in Brasilien und Indonesien verortet. Fakt ist aber, dass wir sogar mitten in Europa, sogar in dem Bundesland, aus dem ich komme, nämlich Niedersachsen, selbst da schon solche Flächennutzungskonflikte haben. Immer mehr Getreidebauern strecken alle Viere von sich, weil sie nicht mehr in der Lage sind, das Land zu kaufen oder zu pachten, das sie brauchen. Viele Bauern haben gar kein eigenes Land, sie müssen es pachten. Sind nicht mehr in der Lage, diese Pacht zu bezahlen, weil diejenigen, die das Land verwenden, um Energiemais anzubauen, aufgrund des erneuerbaren Energiegesetzes einen Preis bieten können, der eben nicht von der Milchwirtschaft oder Getreidewirtschaft geboten werden kann, ohne unrentabel zu werden. Und eine Konsequenz dieser Entwicklung ist, dass in Niedersachsen inzwischen ein Punkt erreicht ist, wo wir einen Getreidenotstand haben. Das heißt also, die in Niedersachsen benötigten Getreidemengen können seit kürzestem nicht mehr auf niedersächsischen Flächen angebaut werden, weil so viele ehemalige Getreidebauern einfach umgestellt haben auf Energiemais. Das heißt also, selbst wir in Europa hängen allmählich wie so eine Marionette an immer mehr Fremdversorgung. Denn dieses Defizit, das wir haben an Getreide, müssen wir über Landgrabbing herantreten. Landgrabbing heißt, wir nehmen Zugriff auf Anbauflächen anderer Kontinente, etwa in Lateinamerika, Asien oder absehbar auch in Nord- und Südafrika. Dann haben wir noch nicht über Trinkwasser, über vor allem Phosphate geredet, die knapp zu werden drohen. Nicht über Kupfer, nicht über Zink, vor allem nicht über sogenannte seltene Erden, von denen wir enorm abhängig geworden sind. Man kann sagen, dass die Wachstumsraten des Bruttoinlandsproduktes in Europa während der vergangenen etwa 15 Jahre sich vorwiegend speisen aus der digitalen Revolution. Nicht etwa im Sinne einer neuen Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft, sondern im Sinne einer Materialschlacht.
Dieses Gerät, vor dem ich hier stehe, das wird doch nach 3 oder 4 Jahren wird es doch auf den Schrott geschmissen. Nicht, weil es kaputt ist, sondern weil es für die Hälfte dessen, was das gekostet hat, inzwischen eines gibt, das wahrscheinlich vergoldete Knöpfe hat und doppelt so schnell ist. Und 3-mal so großen Speicher hat. Das gilt für Handys, das gilt für Smartphones, das gilt für Spielkonsolen, das gilt für MP3-Spieler, für Flachbildschirme, für absolut alles. Wir rüsten unser Leben immer mehr auf mit digitalen Endgeräten. Und in all diesen digitalen Endgeräten steckt Coltan. Wir sind also mindestens so Coltan wie ölabhängig. Und um Coltan werden inzwischen in Afrika in einigen Regionen Bürgerkriege geführt. Coltan ist leider nicht in Deutschland zu haben, zumindest nicht im großen Stil. Und dann der dritte Diskurs, die Glücksforschung. Das ist ein sehr triviales Ergebnis, das ich hier benennen kann. Und das können Sie auch ständig für Tor der Zeit und anderswo lesen. Glücksforscher sind letzten Endes der Auffassung, dass nach Erreichen eines ganz bestimmten materiellen Ausstattungsniveaus eine weitere Steigerung desselben eben überhaupt nicht zur Konsequenz hat, dass also Glück und Zufriedenheit, 2 Begriffe, die man trennen sollte, ebenfalls wachsen. Es kann sogar das Gegenteil passieren. Ich selber verwende in einigen meiner Publikationen zu diesem Thema gerne den Begriff der Konsumverstopfung oder des Konsumburnouts. Wenn wir uns alleine klarmachen, dass während der letzten 10 Jahre die Anzahl der Antidepressiva-Verschreibungen in Deutschland verdoppelt wurde, dann erahnen Sie, was ich damit sagen will. Die Gleichung, viel Produktion, viel Konsum, ganz gleich, ob Mobilität, Produkte oder Dienstleistung, gleich viel Glück oder viel Zufriedenheit, diese Gleichung ist der größte Quatsch aller Zeiten. In Malawi sieht das anders aus, deswegen habe ich das ja zu Beginn als Beispiel schon genannt, vollkommen klar. Aber ich bin hier nicht in Malawi, ich bin hier in Köln, Deutschland, okay? Also müssen wir hier über unsere Wohlstandsmodelle natürlich reden, deswegen ist dieses Ergebnis hochrelevant. Gut, dann Verteilung und Resilienz. Kann man denn wenigstens sagen, dass wirtschaftliches Wachstum dazu führt, dass Gerechtigkeitslücken oder wenigstens krasse Armut in der sogenannten dritten Welt beseitigt wird? Oder, Stichwort Resilienz, was ist Resilienz? Entschuldigung, das Wort kenne ich nicht. Okay, ich hätte es sowieso erklärt. Also gut, fange ich damit an. Resilienz heißt Widerstandsfähigkeit. Resilienz heißt Krisenfestigkeit. Resilienz heißt Systeme so zu designen, dass dann, wenn exogene Schocks von außen auf das System einwirken, das System nicht zusammenbricht oder seine Funktionen verliert oder überhaupt in irgendeiner Form verschwindet. Ja. Und die Resilienzdiskussion hat also auch gerade in die Nachhaltigkeitsdiskussion Einzug gehalten, indem man gerade auch die Subsistenzperspektive, die Regionalisierungsperspektive oft damit begründet, dass man sagt, dies ist eine Form der Schaffung von Sicherheit, weil man sich abkoppelt von den großen Stürmen, die sich auf den Weltmärkten ereignen und kürzere Distanzen zwischen Verbrauch und Produktion bedeuten, dass man also auch in Krisenzeiten eine bessere Beherrschbarkeit einfach der ökonomischen Prozesse hat. Selbstversorgung bedeutet, dass ich kein Geld brauche. Also wird die nächste Finanzkrise mir nichts anhaben können, um es ganz, ganz salopp zu sagen und als völlige Übertreibung natürlich. Gut, also diesen Punkt würde ich in der Diskussion weiter vertiefen. Aus Zeitgründen möchte ich jetzt eingehen auf, worauf eigentlich? Ach ja, richtig, auf die Entkopplung. Warum schafft man überhaupt die Entkopplung? Genau, da bin ich Ihnen noch eine Erklärung schuldig. Warum gibt es kein grünes Wachstum? Bevor ich das erkläre, muss ich erstmal grünes Wachstum definieren. Ich meine, ich habe es gerade schon gemacht, als ich in die sogenannte Algebra des grünen Wachstums reinigte, mittels einer Grafik. Grünes Wachstum muss mindestens bedeuten, und eigentlich ist das gar keine hinreichende Forderung, die man an diese Konstruktion stellen müsste, dass eine Steigerung des Bruttoinlandsproduktes nicht dazu führt, zusätzliche Umweltschäden zu erzeugen. Natürlich kann das nicht halten. Eigentlich müssen wir fordern, dass grünes Wachstum bedeutet, dass nicht nur keine zusätzlichen Umweltschäden entstehen, sondern sogar vorhandene getilgt werden. Wie wollen wir denn sonst von 11 Tonnen CO2 pro Kopf in Deutschland runterkommen auf 2,7 Tonnen? Oder sogar 2,5, sollte die Weltpopulation auf 8 Milliarden Menschen steigen. Aber ich will es mal den Befürwortern des grünen Wachstums leicht machen. Die würde also nicht so hochhängen und sagen, ich fordere nur, dass grünes Wachstum einfach keine zusätzlichen ökologischen Schäden erzeugt. Und ich behaupte, das ist nicht möglich. Warum nicht? Was immer wieder übersehen wird von den Freunden des grünen Wachstums, Ralf Füchs hat gerade ein spannendes, ich hoffe, das ist spannend, das habe ich noch nicht gelesen, gerade so ein Buch dazu geschrieben, um diesen Standpunkt zu verteidigen. Was die Freunde des grünen Wachstums immer übersehen ist, dass ein Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes 2 Phänomene entkoppeln wird. Zunächst ist es so, dass sie
das Bruttoinlandsprodukt niemals steigern können, ohne dass es zusätzliche Produktion gibt. Viele meinen, wenn man so eine Sanierungsoffensive tätigt oder wenn man Kohlekraftwerke stilllegt und dafür PV-Anlagen oder Windanlagen baut, das hätte was mit grünem Wachstum zu tun. Das ist großer Quatsch. Das ist ein Umbau, wo sogar unterm Strich weniger Wachstum rauskommen kann. Auch weniger Arbeitsplätze, dann logischerweise. Nein, es muss einen Zuwachs an Produktion geben. Das heißt, ein Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes hat eine materielle Entstehungsseite. Und diesen zu dematerialisieren, wäre eine zu leistende Aufgabe. Mir ist bis heute kein Beispiel bekannt für ein Produkt, das von einem Unternehmen hergestellt wird, das tatsächlich also produziert werden muss, verpackt werden muss, übertragen werden muss, an die Nachfrageseite konsumiert werden muss und in irgendeiner Form verwendet und dann auch entsorgt werden muss. Kommen Sie mir bloß nicht mit Dienstleistungen. Also der Dienstleistungsexzess moderner Konsumgesellschaften ist ja nur eine Chimäre. Dass ich an einen Pult gehe und sage, ich hätte gerne ein Ticket, ja, ein Ticket nach Mallorca, das ist eine Dienstleistung. Aber hinter dieser vermeintlich materialisierten Fassade finden ganze Symphonien, ja, der Ressourcenplünderung statt. Dasselbe gilt für einen Pizza-Bringdienst. Auch ein Friseur bietet eine Dienstleistung an, um einen materiellen Kapitalstock zu beschäftigen. Schulen, das Gesundheitswesen, Pflege, das ist doch nicht dematerialisiert, das ist eine Industrie, die mit sehr viel Mobilität natürlich vonstatten geht. Oder Forschung und Entwicklung, ich meine, ich komme ja aus so einer Universität. Da werden praktisch alle 2 Jahre neue Gebäude gebaut und gebraucht. Die Mobilität der Insassen dieser vermeintlich dematerialisierten Systeme, ja, die Mobilität steigt quasi quartalsweise. Es gibt heute keinen Bachelorstudenten mehr, der einen Abschluss machen kann, ohne bis dahin so viel Kerosin verballert zu haben wie mein Großvater, meine Großmutter, mein Vater und meine Mutter zu viert in ihrem ganzen Leben. Das ist das moderne Bildungssystem. Und auf den Schulen geht es genauso zu. Die modernsten Schulen in Deutschland brüsten sich damit, Geld zu organisieren und möglichst viele junge Menschen dazu zu befähigen, 10.000 Kilometer nach Süden zu fliegen und des kulturellen Austauschs wegen. Das ist das moderne globale Bildungssystem. Es gibt überhaupt keinen Grund, Dienstleistungen oder die Wissensgesellschaft in irgendeinem Zusammenhang mit Ökologie zu stellen. Gut, das ist die Entstehungsseite. Aber das ist ja nur die Hälfte der Geschichte. Die andere Hälfte ist, das fange ich den Satz nochmal an, Sie können das Bruttoinlandsprodukt nicht erhöhen, ohne dass irgendwer in der Volkswirtschaft irgendwo mehr Geld zum Ausgeben hat. Sie können nicht das Bruttoinlandsprodukt steigern, ohne dass die Kaufkraft steigt. Es gibt neue Jobs. Es gibt neue Steuereinnahmen. Es gibt mehr Gewinne. Also in irgendeiner Form mehr Einkommen. Und dieses Einkommen ist ja der Sinn des wirtschaftlichen Wachstums. Dieses Einkommen ist ein Gegenwert, über den ich materielle Leistung beanspruchen kann. Ich kann das Geld parken, ich kann es sparen. Aber das ist ein Aufschub. Und auch wenn ich es spare, wird das Geld möglicherweise nur zu einem Promotionsfaktor für Investitionen in Produktionsanlagen, die nichts anderes tun, als das herzustellen, was wir kaufen und verbrauchen und entsorgen wollen. Der Versuch, die Verwendungsseite des Bruttoinlandsproduktes zu dematerialisieren, ist dann die zweite Aufgabe, die man lösen muss. Die sogar noch unmöglicher ist als die erste, nämlich die Dematerialisierung der Entstehungsseite des Bruttoinlandsproduktes. Und in diesem Zusammenhang muss man eben von Rebound-Effekten sprechen. Es gibt nicht weniger als 3 verschiedene Rebound-Effekte, die man allein auf der Verwendungsseite des Bruttoinlandsproduktes verorten kann. Wir haben inzwischen Studien darüber, sogenannte Ökobilanzierung, man nennt es auch Life Cycle Assessment, und zwar 1 Euro. Um wie viel steigt die CO2-Menge in Europa, wenn das Bruttoinlandsprodukt an irgendeiner Stelle, in irgendeinem der europäischen Länder, um 1 Euro gestiegen ist? Die Frage kann man doch mal stellen. Die Frage kann man nur beantworten auf Basis einer Grundannahme im Hinblick auf den durchschnittlichen Warenkorb eines Europäers. Und diese Studien, die wir da inzwischen haben, die schwanken um den Faktor 5, logischerweise, weil unterschiedliche Prämissen gesetzt werden, was die Zusammensetzung des Konsumportfolios der Menschen in Europa ist. Aber auch bei der Schwankungsbreite des Faktors 5 kann man immerhin sagen, im günstigsten Fall verursacht 1 Euro im Durchschnitt und im schlechtesten Fall 5 Kilo. Das sind die Leute, die eben, die wissen schon, kultureller Austausch. Okay, und oder Pferdefleisch aus Argentinien. Okay, ja, also
wir können ja an dieser Stelle im Prinzip unterschiedliche Rebound-Effekte unterscheiden. Die alle jetzt zu erläutern, was eigentlich eins meiner Spezialgebiete ist, würde bedeuten, die noch einen extra 2-Stunden-Vortrag anbieten zu müssen. Die materiellen Rebound-Effekte betreffen die Unmöglichkeit, die Entstehungsseite eines Bruttoinlandsprodukts Zuwachses zu dematerialisieren. Und die finanziellen Rebound-Effekte betreffen sozusagen die Verwendungsseite. Ne? Also was passiert mit dem Geld? Ne? Gut, okay. Ich möchte jetzt ganz kurz ein paar Bemerkungen machen zu Wachstumszwängen und dann auch gleich überzuleiten zu den Konturen einer Postwachstumsökonomie. Ich habe hier so etwas wie eine globalisierte Wertschöpfungskette symbolisieren wollen, in dem oberen Teil dieses Charts hier. Und was ich damit eigentlich andeuten will, ist Folgendes. Die Quelle unseres materiellen Wohlstandes, der ja seit dem Zweiten Weltkrieg exorbitant gestiegen ist, die Quelle ist industrielle Arbeitsteilung. Wenn Sie eine Nation reich machen wollen, also nach herkömmlichen Wohlstandsvorstellungen, müssen Sie die Produktion eines jeglichen Objektes zerlegen in viele spezialisierte Teilprozesse. Etwa mit der Konsequenz, dass diese Armbanduhr, die ich hier hingelegt habe, 50 weltweit verteilt liegende Produktionsstufen durchläuft, damit sie dann im Rahmen der Endmontage zu einem ausgeformten Konsumobjekt wird, das ich dann kaufen kann. Mein Großvater hätte für so eine Uhr wahrscheinlich noch die Hälfte seines Monatseinkommens hergeben müssen. Weil sie damals an einer bestimmten Stelle in einer Werkstatt ohne Automatisierung, Mechanisierung, Digitalisierung, Elektrifizierung, also handwerklich hergestellt werden musste. Heute aber zerlegen wir diese Uhr in einzelne Produktionsstufen, auf die sich eine riesige Fabrik konzentriert, um über die Vorteile der Massenproduktion und Energieumwandlung die Durchschnittskosten zu senken. Und wenn wir das mit allen Bestandteilen dieser Uhr machen, also die verschiedenen Produktionsstufen, spezialisieren, dann haben wir noch einen zweiten Vorteil. Wir können die einzelne Produktionsstufe immer dahin schieben, auf der Oberfläche des Globus, wo die Löhne gering sind, wo keine Steuern bezahlt werden, wo es keinen Umweltschutz gibt, wo die Ressourcen billig sind, wo Kinderarbeit kein Tabu ist und wo es auch keine Gesundheits- oder Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerschutzgesetze gibt. Das ist doch prima. So sind wir reich geworden, und zwar nur so. Wenn wir das sofort abstellen würden, würden wir auf einem Niveau leben, wahrscheinlich weit unterhalb jenes Niveaus, auf dem man hier in Köthen vor der sogenannten Wende gelebt hat. Das ist die Wahrheit. Das, was wir ausgeben als Resultat unserer Schaffenskraft, unserer Produktivität, unserer Effizienz oder unserer Leistung, ist überhaupt nichts anderes als Plünderung. Aber eigentlich wollte ich darauf gar nicht hinaus. Ich wollte aber noch was anderes hinaus. Nämlich, dass diese Art der Produktion, die uns so reich hat werden lassen, ein ganz bestimmtes Charakteristikum in sich trägt. Es ist nämlich nicht möglich, industrielle Arbeitsteilung zu entfalten, ohne dass alle daran beteiligten Produktionsstufen, also alle autonomen Produzenten, Kapital brauchen. Kapital ist das, was sie nicht aus der Welt kriegen, wenn sie eine Industrie haben. Kapital muss beschafft werden. Jedes Einzelunternehmen braucht Kapital. Und Kapital hat Verwertungszwänge. Weil die Welt, in der wir leben, eine ist, in der ich für Kapital, wenn es Fremdkapital ist, entweder Zinsen zu zahlen habe, oder ich muss Eigenkapitalrenditen erwirtschaften, wenn, das sagt der Name schon, wenn ich Eigenkapital einsetze. Das heißt also, egal in welcher Kombination ich die Vorfinanzierung meiner Produktion bewerkstellige durch Eigen- und Fremdkapital, ich habe immer den Zwang zum Überschuss. Und dieser Verwertungszwang ist pures Wachstum. Das halte ich hier ein bisschen kurz, wir können das in der Diskussion noch vertiefen. Aber neben diesen kapitalbedingten angebotsseitigen Wachstumstreibern gibt es nachfrageseitige Wachstumstreiber, die oft gern übersehen werden, wenn also die Systemkritik erhoben wird und gesagt wird, ach, das liegt alles irgendwie an den Machtverhältnissen, an den Eigentumsverhältnissen, es liegt an der Industrie, es liegt irgendwie an den Unternehmen. Na gut, die hat, also das ist dann die Wahrheit, die man auch tatsächlich nicht wegdiskutieren kann. Nachfrageseitige Wachstumstreiber speisen sich aus dem Umstand, dass wir eine hinlänglich säkularisierte Welt geworden sind. Es gibt keinen Gott mehr, an den wir glauben. Daran kann das Schauspiel im Vatikan auch nichts ändern. Sondern es gibt einen Ersatzgott, den wir inzwischen anbeten, der heißt Ego.
Ego will einen Fachbildschirm. Ego will die Malediven oder Salmonellen oder wie das damals fiel. Ego braucht jedes Jahr ein neues Netbook. Ego will gut essen. Ego will schick angekleidet sein. Ego möchte in einem 140 Quadratmeter Einfamilienhaus leben. Ego will gebildet sein. Ego will sich später pflegen lassen. Ego braucht eine ganze Menge. Ist Ego gierig? Ja. Ich glaube, es hat damit nicht so viel zu tun. Ich glaube, die meisten Dinge, die wir heute kaufen, die kaufen wir, weil jeder Konsumakt eine Symbolik hat. Das heißt, Konsumobjekte und Konsumhandlungen sind Botschaften. Sie sind ein Kommunikationsinstrument. Wir sind in einer metaphysisch obdachlosen Gesellschaft vollkommen außerstande, eine Identität zu erlangen oder eine bestimmte Position innerhalb des sozialen Gefüges der Gesellschaft zu erlangen, ohne viel zu konsumieren und ohne über unsere Mobilität, unseren Konsum, unsere Telekommunikation und andere, also Selbstinszenierung, irgendwie diese Stellung zu behaupten oder überhaupt zu markieren. Also wenn zum Beispiel auf diesem Rechner hier so ein abgebissener Apfel wäre, dann würden Sie anders über mich oder den Besitzer dieses Rechners denken, als das jetzt der Fall ist. Die Art, wie ich mich kreide, wenn ich jetzt ein weißes, frisch gebügeltes Hemd mit einer Seidenkrawatte hätte, wäre ich für Sie ein völlig anderer Mensch. Oder wenn ich hier, wie ich das normalerweise in Oldenburg immer mache, mit meinem Chauffeur, der hat so ein Ziegen, der BMW und so, der fährt mich dann durch Landschaft und so. Ich habe gedacht, das ist hier schlecht für mein Image, aber wenn ich das mache, und Sie hätten das gesehen, wäre ich für Sie ein völlig anderer Mensch. Wenn ich am Arbeitsplatz zu berichten weiß, dass ich noch vor 4 Wochen aus einem Forschungsinteresse oder weil ich Golf spielen wollte, irgendwo in den Süden geflogen bin, ist das etwas völlig anderes, als zu sagen, ich habe es ein ganzes Jahr lang nur ein bisschen nach Stickung gebracht, um irgendwie mal rauszukommen aus der Stadt oder um mich zu erholen. Ja. Das heißt, es geht nicht nur um die Objekte, es geht auch irgendwie um die Inszenierung der Mobilität, um die Inszenierung der vielen anderen Bewegungsmöglichkeiten innerhalb des Areals der Selbstinszenierung. Und wenn wir jetzt quasi uns das verdeutlichen, dann ist die Behauptung, Menschen seien gierig, nicht so leicht aufrechtzuerhalten. Warum? Wenn ein Mensch, der heute eine ganz bestimmte Konsum- und Mobilitätsausstattung hat, von der er oder sie glauben kann, dass man damit kulturell anschlussfähig ist, wenn so ein Mensch erleben muss, dass um ihn oder um sie herum alle anderen plötzlich mehr haben, plötzlich rennen alle zum Beispiel mit einem vergoldeten iPhone rum, und ich bin der Letzte, der das noch nicht hat. Was ist dann der Grund dafür, dass ich irgendwann meinen Widerstand dagegen aufgebe und dann, was weiß ich, mir so ein Ding auch kaufe? Der Grund ist doch nicht, weil ich ernsthaft glaube, dass ich das brauche, sondern der Grund ist, dass ich nicht abgehängt werden will, dass ich meine soziale Position nicht verlieren will. Das kann ich mir vielleicht bei 2, 3 Gütern erlauben. Aber wenn das für alle Güterkategorien, wie das Essen, das Kleiden, das Wohnen, die Mobilität und vieles andere dann, wenn ich das in allen Güterkategorien zulasse, dass ich quasi meinen Wohlstand nicht ständig erhöhe, dann bin ich irgendwann nicht mehr anschlussfähig. Das heißt, ich kaufe nicht, weil ich gierig bin, sondern ich kaufe, um aus einer Defensivsituation heraus nicht abgehängt zu werden. Und ich kaufe auch nicht unbedingt immer, um glücklicher zu werden, sondern ich kaufe, um das Unglück zu vermeiden, das mir droht, wenn die anderen mehr kommunizieren können an Selbstinszenierungspotenzialen als ich. Wenn wir jetzt aus diesen beiden Wachstumstreibern oder Kategorien von Wachstumstreibern etwas lernen wollen, dann würde ich vorschlagen, über Folgendes zu diskutieren. Um also angebotsseitige Wachstumstreiber zu tilgen, gibt es im Groben, aber das ist wirklich eine grobkörnige Darstellung, weil mehr Zeit habe ich nun mal nicht, da gibt es eben 3 Entwicklungskorridore. Der erste Korridor stellt die Frage, ob es nicht möglich sein könnte, andere Unternehmensformen zu etablieren, zum Beispiel Genossenschaften. Unternehmensformen, die hinlänglich demokratisiert sind, sodass jene, die das Kapital geben, auch den Beschluss fassen können, dass dieses Unternehmen schlicht und ergreifend keine Gewinne erwirtschaften muss. Nehmen wir mal von Rücklagen, Rückstellungen ab und dergleichen mehr. Sondern, dass man Unternehmen, wie das bei Genossenschaften machbar, aber nicht notwendigerweise so ist, dass man im Prinzip über das Prinzip, also das wird über das Prinzip One Man oder One Woman, One Vote erreicht, dass jeder Anteilseigner eine Stimme hat. Und auf diese Weise kann man schon den Gründungsprozess demokratisieren und gleich eine Präambel festlegen und sagen, hier sind 200 Leute in einer Region, die gründen gemeinsam eine Genossenschaft. Sie legen
ein gewisses Quantum an Kapital ein und sie beschließen, dass der Sinn dieser Genossenschaft kein anderer sein kann, als einfach die Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen, die gleichsam Anteilseigner sind. Warum soll man das nicht tun? Das ist nicht mal eine Revolution. Das Jahr 2012 war das Jahr der Genossenschaft. Ich meine, das ist eine sehr etablierte Unternehmensform und natürlich gibt es ganz, ganz andere, die vielleicht noch solidarischer und noch demokratischer sind und damit eine Regulierung der Renditen ermöglichen. So dass Unternehmen ohne Renditezwang Kapital beschaffen können und damit durchaus die Vorteile unternehmerischer Kreativität und Spezialisierung umsetzen können. Das zweite wäre eine Geldreform. Wie wäre es, wenn wir zumindest regional betrachten, also in kleinräumigen Ökonomien, ein zinsloses Geld etablieren würden, also beispielsweise Regionalwährung. Ich selber bin ein wirklich brutaler Euro-Gegner, würde aber trotzdem jetzt in diesem Moment die Abschaffung des Euros proklamieren, weil das einen Zusammenbruch nach sich zöge, den wir nicht aushalten. Was ich aber wohl finde, ist, dass wir Folgendes tun müssen. Wir müssen den Euro, der vollkommen überlastet ist und komplett versagt hat, den müssen wir gerade entlasten, indem wir ihm flächendeckend europaweit ein System dezentraler Regios, also regionaler Komplementärwährung, an die Seite stellen. Und dann können wir sogar, wenn sich diese Währung also bewähren sollte, das passt ja gut, eine Währung soll sich bewähren, wunderbar. Okay, also wenn das so wäre, könnten wir den Euro langsam austrocknen. Das heißt, wir könnten ihn noch benutzen als eine Währung, die vielleicht noch den Sinn hat, eben über die Ländergrenzen hinweg irgendwie zu funktionieren, weil eine reine Autarkie von Regionen kann ich nicht befürworten. Auch aus politischen, also kulturellen Gründen. Weil eine weltoffene Ökonomie ist für mich eine Grundbedingung für Zivilisation. Das muss man sich natürlich schon klar machen. Und wenn dieses Geld auch verwendet werden kann von Unternehmen, das wird in Bremen gerade geübt, beim Roland, aber auch in Chiemgau, soweit ich informiert bin, das wird der Christian Gennery sicherlich ausführen, wenn dieses Geld genutzt werden kann für kleine Unternehmen, um auch quasi im Sinne von Kapitalverwendung Produktion vorzufinanzieren, dann haben die Unternehmen die Möglichkeit, Fremdkapital zu benutzen, ohne einen Zinszwang auferlegt zu bekommen. Andere Unternehmen, anderes Geld. Ich will aber nicht verhehlen, dass natürlich die zweite Dimension der Diskussion, also die zweite Diskussion, was also Geldreform anbelangt, nämlich der Vollgeldersatz von Josef Huber, auch absolut wichtig ist. Es ist absolut inakzeptabel, dass Geschäftsbanken heute ohne jede Obergrenze einfach Geld schöpfen können, indem sie Kredite vergeben, denen überhaupt nicht im selben Umfang, also Spareinlagen oder sonstige Einlagen gegenüberstehen. Also diese Wucherung der Kredite durch das derzeitige Finanzsystem ist absolut unhinnehmbar. Deswegen würde ich auch immer empfehlen, einen Blick auf den Vollgeldansatz zu werfen. Und es gibt keinen Widerspruch zwischen diesen beiden Ansätzen. Weil man selbstverständlich auch Vollgeld im Sinne von Regionalwährung sogar in Umlauf bringen kann. Gut, aber Josef Huber, der Experte, den Sie alle kennen, hat das in einigen seiner Darlegungen ja inzwischen auch gut begründet. Ja, und das Dritte, was wir so an Ausstiegsszenarien aus den angebotsseitigen Wachstumstreibern benennen können, ist die Methode an den Ursachen anzupacken, nämlich überhaupt den Kapitalbedarf zu senken. Statt nur darüber zu philosophieren, wie man also die Kapitalverwertung, ohne das Kapital selbst in Frage zu stellen, wie man die Kapitalverwertung eindämmen kann, kann man nochmal die Frage stellen, ob man nicht mit weniger Kapital auskommt. Und dann sind wir bei der reinen Subsistenz. Dann sind wir bei der Entflechtung, bei der Entmonetarisierung, dann sind wir vor allem dabei, die Architektur von Wertschöpfungsketten, von Spezialisierung so umzubauen, dass dabei eher eine arbeitsintensive und eine weniger kapitalintensive Wertschöpfung. Und dazu möchte ich gleich noch was sagen. Bevor ich das tue, ganz wichtig. Diese drei Korridore schließen sich nicht aus, im Gegenteil, sie bedingen einander. Andere Unternehmensformen, dann Geldreformen und vor allem eine Deindustrialisierung und Deglobalisierung im Sinne einer anderen Wertschöpfungsarchitektur. So, mit Blick auf die Zeit werde ich jetzt auf die Nachfrageseite, also auf die Perspektive der Suffizienz, nicht näher eingehen, sondern das mache ich nur in der Diskussion, wenn noch der Wunsch besteht, sondern möchte gleich auf die Angebotsseite zu sprechen kommen, indem ich Ihnen hier erstmal zur groben Orientierung, das brauche ich sozusagen
also als argumentativen Hintergrund, indem ich Ihnen hier die drei Versorgungsprototypen einfach nochmal ins Gedächtnis rufe, die Sie alle kennen. Erstens, das reine Industriesystem, ein System, in dem Menschen nichts mehr von dem selbst produzieren, was sie verbrauchen. Daran erkennt man dann die 100%-Konsumenten, dass nämlich, wenn alle Supermärkte der Welt geschlossen haben, 4 Wochen lang dann wieder ausgestaubt wird. In so einer Welt sind Menschen perfekt konsumabhängig. Wenn aber dieses System nicht zusammenbricht, ist man wahnsinnig reich dabei. Man umgibt sich mit so viel Materie, Bequemlichkeit, Mobilität und so weiter, dass schon klar ist, was der Nachtvogel auch ist für dieses System. Ich habe ja gerade auch in meiner wirklich nur sporadischen Analyse der nachfrageseitigen Wachstumstreiber darauf hingedeutet, dass natürlich dieses reine globale, auf langen Wertschöpfungsketten beruhende Versorgungsmodell natürlich eine gewisse Verführungskraft hat. Vollkommen klar. Der zweite Bereich ist ein regionalökologischer Kontext, in dem ebenfalls noch spezialisierte Unternehmen tätig sind, aber mit weniger Kapitalbedarf. Dafür arbeiten diese Unternehmen arbeitsintensiver, also handwerksorientierter, und wir könnten in so einem mittleren Bereich, könnten wir Regionalwährung, also ein anderes Geld einsetzen, zumindest teilweise. Und dann als dritten Bereich die reine Subsistenz, also eine Versorgung ohne Geld, ohne monetarisierte Märkte, ohne Staat, ohne Industrie, ohne Kapital, vor allem auch ohne fossile Energie. Und die These, die ich hier zur Diskussion stellen will, ist, dass eine wachstumsbefriedete Ökonomie darin bestünde, die Kombination dieser sich ergänzenden Systeme neu auszutarieren, indem man versucht, den jetzt dominanten Industriesektor kleiner werden zu lassen, das aber kompensiert oder ausgleicht, indem man den mittleren und vor allem den Subsistenzbereich entsprechend in Erscheinung bringt, also stärkt. In so einer Welt würden wir, wenn wir also die globale, geldbasierte Produktionsherde halbieren würden, würden wir natürlich weniger monetär goldene Arbeitszeit haben. Würden wir diese Arbeitszeit hinreichend fair auf alle erwachsenen Menschen, die arbeiten können und wollen, verteilen, käme im Durchschnitt eine 20-Stunden-Woche dabei heraus. Entschuldigung. Dann haben wir aber 20 freigestellte Stunden. Was machen wir mit diesen 20 freigestellten Stunden? Die sind letzten Endes eine Ressource, die man verwenden kann, um insbesondere den hinteren, also den entkommerzialisierten Sektor, zu beteiligen. Bevor ich das kurz erläutere, möchte ich darauf hinweisen, dass wir auf diesem Wege die durchschnittliche Kapitalintensität der Produktion senken können. Das ist mir dabei wichtig, weil wir dann damit automatisch die Basis für Kapitalverwertungszwänge verringern. Das heißt also, um es nochmal vielleicht an dieser Stelle so ein bisschen zusammenzufassen, um das Wachstumsproblem, das aus dem Kapital resultiert, zu dämmen, muss man zwei Wege gehen. Man muss A, ein vorhandenes Kapital in gewisser Weise zählen über andere Unternehmensformen und über ein anderes Geld. Man muss aber B, auch überhaupt versuchen, die Kapitalbasis zu verringern. Und das ist kein leichter Weg, sondern das ist der Weg eben in Richtung Postwachstumsökonomie, das heißt also andere Produktionsmuster, bis hin zur reinen Selbstversorgung. Wie sähe so etwas aus? Ich habe hier auf dieser Folie einfach mal die Grundidee wirklich lustig. Diese schematisierte Person hier ist keine reine Konsumentin mehr, ist eine sogenannte Prosumentin. Prosument oder Prosumentin ist ein Substantiv, zusammengesetzt aus produzieren im Sinne von Selbstversorgung und weiterhin konsumieren, um klarzulegen, dass eine Postwachstumsökonomie nicht ein Zurück ins Mittelalter oder in die Steinzeit bedeuten sollte. Oder Dark, würde ich sogar sagen. Ich meine, es gibt Errungenschaften der Zivilisation, die möchten wir nicht vermissen, denken wir allein an unser Gesundheitssystem. Ist ja auch klar. So, diese Person arbeitet in einer halbierten Industrie, also 20 Stunden. Und die freigestellten 20 Stunden sind eine Basis, aus der sich drei verschiedene Subsistenzinputs speisen können. Da ist zunächst die reine eigene Zeit, dann als zweites handwerkliche, substanzielle, manuelle oder sogar künstlerische Kompetenz und als drittes
soziales Kapital. Mit sozialem Kapital meine ich in diesem Zusammenhang, wohl wissend, dass es auch andere Definitionen gerade in der Soziologie gibt, meine ich den Vorrat oder das Quantum an vertrauenswürdigen und verlässlichen Beziehungen, über die ein Mensch verfügt und somit in der Lage ist, Tauschbeziehungen ohne Geld, ohne staatliche Kontrolle auszuüben. Wie kann man sich jetzt ein Versorgungsmodell, das mit einer Wirtschaft ohne Wachstum kompatibel ist, auf dieser Grundlage vorstellen? Wenn etwa diese Prosumenten mit drei oder vier anderen Prosumenten oder Prosumenten quasi folgende Kontakte oder folgende Regelungen oder einfach folgende stillschweigende Vereinbarungen trifft, dann kann man im Prinzip ein Versorgungsmodell konstruieren, das aus zwei Dimensionen besteht. Einmal Gelderwerb und einmal reine Subsistenz. Diese vier Personen können sich zum Beispiel ein Auto teilen. Um das zu tun, müssen sie überhaupt erstmal ein Netzwerk entstehen lassen, müssen sich kennenlernen, müssen tatsächlich auch so ein bisschen einüben, mit einem Auto zu viert nur auszukommen. Deswegen geht das nie ohne Zeit. Und der Grundstock, der dann sozusagen als Ressource für diese Art der Gemeinschaftsnutzung herauskommt, ist soziales Kapital. Die Verlässlichkeit in der Tauschbeziehung oder in der Beziehung des gemeinschaftlichen Nutzens eines Objektes. Wenn wir aber so vorgehen und immer in Gruppen von vier Leuten ein Auto hätten, wenn es denn überhaupt erforderlich ist, könnten wir im Vergleich zur jetzigen Situation die Autoproduktion um drei Viertel reduzieren. Das heißt, hier wird materielle, industrielle Produktion ersetzt durch eigene Zeit. Und das daraus gewonnene soziale Kapital, das es mir erlaubt, verlässliche Tauschbeziehungen einzugehen, die sich hier darstellen als reine Gemeinschaftsnutzung. Das kann man mit Rasenmähern, mit Bohrmaschinen, mit Digitalkameras auch machen. Nicht mit allen Dingen. Dinge, mit denen man das zum Beispiel nicht machen kann, das ist so ein Jackett. Das habe ich ja schließlich an. Das passt jetzt nicht gerade zwei Rasen. Obwohl, naja, okay. Das ist ja absolut schon. Also, die handwerkliche Kompetenz speist sich ebenfalls aus dem Vorrat an jetzt 20 freigesetzten Stunden. Wenn ich in der Lage wäre, als handwerkliche Kompetenz, nicht von heute auf morgen, aber langsam im Sinne eines Weiterbildungs- und Übungsprogramms, mit Textilien so umzugehen, dass sie doppelt oder dreifach so lange halten, indem ich mit einer anderen Farbe umgehen kann oder vielleicht sogar eine mechanische Nähmaschine habe. Und wenn ich diese Kompetenz nicht nur nutze, um selber Klamotten länger zu nutzen, sondern um sie einem von den drei anderen Prosumenten oder Prosumenten anzubieten, dann wird daraus abermals ein Teil jedes Versorgungssystems, das man in einer Wachstumsökonomie braucht. Wenn ich der einen Prosumentin anbiete, Hosen und Jacken, die sonst vielleicht entsorgt werden müssten, nochmal zu retten, sodass diese Person ja auch Geld spart, kann ich sogar auch noch als Gegenleistung verlangen, dass diese Prosumentin, die in einem Gemeinschaftsgarten arbeitet, das ist etwas, was ihr liegt. Ich bin eher jemand, der so ein bisschen rumfummelt. Ich kenne mich im Gärtner nicht aus. Dann kann ich vielleicht von ihr als Gegenleistung Überschüsse an ökologischem Gemüse oder Obst bekommen. Ich habe die Elisabeth Meyer in Schausen ja heute schon rumrennen sehen. Wo ist sie da hinten? Das ist die Expertin für dieses Thema. Und diese Tauschbeziehung, ja, erfordert alles drei, alles besorgt. Erstens Zeit. Sie können nicht in einem Gemeinschaftsgarten Feldfrüchte anbauen, wenn sie nicht die Zeit aufbringen, die sie brauchen, um dort handwerklich tätig zu sein. Damit habe ich die zweite Ressource angesprochen. Es ist eine handwerkliche Kunst, Möhren zu ziehen und mit Obst irgendwie umzugehen, Obstbäume zu pflegen. Und vor allem, sie brauchen soziales Kapital, in diesem Fall sogar doppelt. Ich brauche es, um quasi in Kontakt zu treten mit der Person, die in einem solchen Gemeinschaftsgarten tätig ist. Und diese Person braucht es auch noch, weil nämlich in so einem Gemeinschaftsgarten natürlich eine Mehrzahl an Menschen erforderlich ist, die so sehr wohl arbeitsteilig vielleicht auch mit diesem Garten die unterschiedlichen angebauten Gemüse, Beete und so weiter, Bäume und so fort auch natürlich dann betreuen, ist ja klar. Eine andere Möglichkeit ist, handwerkliche Kompetenzen, die beispielsweise Möbel, Fahrräder oder Häuser verlängern. Ich könnte jemand sein, der in der Lage ist, aus zwei kaputten Notebooks ein lauffähiges zu machen. Ich kann das übrigens wirklich. Ich habe das zweimal jetzt geübt und habe eine Wette gewonnen. Das passiert halt nicht dasselbe. Auf diese Weise kann ich nicht nur selber das Geld sparen, das ich bräuchte, wenn ich alle 5 Jahre oder alle 3 Jahre mein Notebook
ersetze, sondern ich kann das wiederum in den Kreis der anderen 3, 4 Prosumenten anbieten. Und kann damit sozusagen diese Form der Subsistenzleistung so ein kleines bisschen noch in die Waagschale legen und wieder andere Subsistenzleistungen zu haben. Ein anderer Prosument in diesem Kreis ist ein Tool oder ein Tisch so aufzuarbeiten, dass ich diese Objekte nicht wegwerfen muss und das Geld dann spare, dass ich ausgeben müsste, wenn ich die Sachen neu kaufe. Das heißt also, die Nutzungsdauerverlängerung durch handwerkliche Kompetenz ist ein ganz starker Aspekt von Selbstversorgung. Das nenne ich kreative oder moderne Selbstversorgung. Man denkt immer, wenn von Selbstversorgung der Subsistenz die Rede ist, an etwas Mittelalterliches. Aber es geht vor allem darum, 3 Dinge zu tun. Erstens die eigene Produktion. Das sind vor allem die Gemeinschaftsgärten, die sind das Wichtigste überhaupt. Aber natürlich können auch eigene Gärten eine Rolle spielen. Ein Dachgarten, ein Balkongarten, auch ein Schrebergarten, ja kein Tabu. Aber ich glaube, die Zukunft der Rückkehr der Gärten in die Städte wird getragen eigentlich eher von den Gemeinschaftsgärten. Gut, Brot zu wollen. Wie gesagt, aus denen die kaputt sind, auch das ist eigene Produktion. Und die Gemeinschaftsnutzung ist die zweite Stadt. Das habe ich ja gerade auch schon gesagt. Das heißt also, mit einem verringerten Industrieausput so umzugehen, dass man aus den Produkten einfach mehr Nutzen rausholt, indem man die Produkte gemeinschaftlich nutzt. Und die Nutzungsdauerverlängerung als dritte Strategie zielt auf dasselbe ab. Nämlich die Industrie auf Deutsch gesagt reinzulegen, indem man in den Boden entzieht. Wenn ich so ein Jackett nicht 5, sondern 10 oder 20 Jahre tragen kann, weil ich es A pfleglich behandle und B sogar vorsichtige Reparaturen vornehmen kann, dann kann die Produktion dieser Jackets halbiert, sie kann sogar gedrückt werden. Ja. Darum geht es, das kann man mit vielen Dingen machen. Und die Kombination dieser 3 Ausprägungen von urbaner Subsistenz sind quasi das, was wir als Ergänzung zu einem 20-Stunden-Job bräuchten, um sicherlich bescheidener zu leben als jetzt. Das ist keine Frage. Aber um zu verhindern, dass eine Wirtschaft ohne Wachstum bedeuten würde, dass wir im Mittelalter landen. Jetzt würde ich gerne noch, ich glaube, dann habe ich gerade die Stunde auch eingehalten, noch eine Folie zeigen. Das wollte ich eigentlich viel mehr zeigen, aber das geht noch nicht. Die Maus funktioniert irgendwie nicht. Genau, das wollte ich noch zeigen. Einfach nochmal so als Quintessenz, also die Daseinsform in einer modernen Industrie, wie wir sie heute antreffen, beruht auf dem Anspruch, einen 20-Stunden-Job zu haben, sich selbst als Konsument zu spezialisieren auf eine geldwerte Tätigkeit, damit komplett abhängig, auch nicht resilient zu sein. Und der Übergang zu einer Postwachstumsökonomie würde bedeuten, wir lassen uns auf ein 4-Schichten-Modell ein. Das, wozu ich heute nichts gesagt habe, ist die Suffizienz, die Entrümpelung, die Befreiung von jenen Dingen, die als Wohlstandsschotten unser Leben verstopfen, regelrecht. Der Abwurf von Ballast. Das Zweite, was wir tun müssen, betrifft das, was ich gerade anhand des Beispiels ihrer Prosumentinnen und Prosumenten vorgeführt habe. Das Dritte ist die Regionalökonomie. Da steigt ins Geld ein. Da wird es jetzt plötzlich monetarisiert. Aber das können wir noch auf Basis von zinslosen Regionalwerten bewerkstelligen. Und all das, was wir nicht entrümpeln können, was wir nicht über eigene Produktion, Nutzungsdauerverlängerung, Gemeinschaftsnutzung und Regionalökonomie in irgendeiner Form ersetzen können, das bleibt Teil einer globalisierten Arbeitsteilung. Der Kaffee, den ich hoffentlich gleich irgendwann kriege nach diesem Vortrag, der kommt eben nicht aus Europa. Das kann ich nicht ändern. Und dieses Schätzchen hier, das wird nie aus Europa kommen. Das wird weiterhin aus Asien kommen. Aber es geht darum, die Produktion zu halbieren oder vielleicht sogar zu vierteln. Es geht also nicht darum, auf die Kreativität der Produktion, auf die innovativen Produkte zu verzichten, sondern die Quantität brutal nach unten zu drücken, indem wir als Prosumenten mehr rausholen. Und dann natürlich die politische Flankierung durch institutionelle Innovation. Da verweise ich nochmal auf Aspekte der Geldreform, auf Aspekte vor allem auch der Steuerung von Unternehmen. Und selbstverständlich, wie ich heute zu Beginn auf meiner dort zweiten Folie gesagt habe, müssen wir die Eigentumsfrage sowieso immer stellen, weil wenn wir Unternehmen anders umgestalten, dann sind wir immer an der Eigentumsfrage. Und da sind natürlich Konzeptionen wie gerade die Bodenreform, aber auch Gemeinschaftsgüter, hervorragende Kandidaten für neue institutionelle Innovationen. Das
heißt also, am Ende wird es doch auf eine Synthese hinauslaufen zwischen substanziellem Wandel, also anders produzieren, anders konsumieren, anders Lebensstile aufzubauen und institutionellen Innovationen, das heißt eine Geldreform, Aspekte einer Bodenreform, Unternehmensreform und einiges andere mehr sind auch wichtig. Aber das können wir in der Diskussion ja gerne noch vertiefen. Jetzt danke ich Ihnen erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Zu der heutigen Programmgestaltung. Die erste Frage. Gerne. Ich möchte hier gleich einsteigen. In Ihrem Büchlein, dem letzten, ist über das Modell der 20 Stunden ökonomischen Möglichkeiten tätig zu sein. Von den anderen 20 Stunden nur sehr flüchtig drüber weggegangen. Es ist schon heute einiges mehr dazu gekommen in Ihrem Vortrag. Es muss grundlegend umgedacht werden, denn diese 20 Stunden sind nur eine Markierung, denn gerade im Handwerk beispielsweise muss ja dann mit 3 Tagen aus 7 Stunden kann man keine Heizungsanlage in einem neuen Bau installieren, beispielsweise. Also muss auf Jahresarbeitszeit mit abgestellt werden. Und da muss noch sehr viel Geistesschmalz hineingelegt werden, damit die Menschen folgen können, denn diese 20 Stunden sind ja die materielle Existenz. Und solange die nicht vertrauenswürdig als Modell vorgestellt wird, werden die Menschen uns nicht folgen können. So notwendig das Ganze eben ist. Also ich bin Ihnen für diesen Hinweis mehr als nur dankbar. Sie haben vollkommen recht, A, dass in meinem kleinen Büchlein, das sogar 20 Seiten länger geworden ist, als der Verlag das ursprünglich erlauben wollte, also dass das in diesem Buchset nur so kurz zur Sprache kommt, das sehen wir schon. Nichts anderes. Okay, und zum Zweiten, wirklich nur, eine, Sie haben das so wunderschön gesagt, Markierung handeln. Ich stimme Ihnen vollkommen zu, dass wir selbstverständlich über die durchschnittlichen Lebenswochenarbeitszeit reden müssen. Und das darf eben nicht ausschließen, dass wir auch eine gewisse Heterogenität, also Unterschiedlichkeit über die Branchen und Unternehmensgrenzen hinweg zulassen. Dass zum Beispiel nicht gesagt wird, wir gehen nach dem Rasenjahrprinzip vor, und alle Menschen dürfen jetzt zu einem bestimmten Zeitpunkt immer nur 20 Stunden arbeiten. Nein. Man kann sich auch über Sabbaticals zum Beispiel Formen der Reduktion und Umverteilung von Erwerbsarbeit vorstellen. Dass in Branchen, wo genau wie Sie das beschrieben haben, es nicht anders geht, als eine Beschäftigung von Menschen in 40 Stunden Umfang, dass man da sagt, okay, Menschen arbeiten vielleicht mal ein Jahr oder ein halbes Jahr, lassen sich freistellen und lassen sich dann durch andere Arbeitskräfte ersetzen. Da gibt es viele Erfahrungen. Das ist keine Neuerfindung des Schießpulvers, sondern in Holland und beispielsweise in Dänemark hat man sich auf so eine Politik schon eingelassen. Oder auch, dass man klipp und klar sagt, es wird immer Branchen geben, wo der Durchschnitt vielleicht eher bei 30 Stunden liegt. Und in anderen Branchen kann man sogar auch auf Basis von 10 Stunden Beschäftigung übergangsweise etwas erreichen. Also ich denke, da muss man eine gewisse Kreativität zulassen. Aber da haben wir überhaupt keinen Mangel. Also ich selber unterrichte an der Karl-Franz-Universität eben auch Organisationswandel und Innovationsforschung. Also es gibt inzwischen Lehrbücher von der Stärke, wo nichts anderes drin steht, als Methoden, Strategien und Instrumente des Zeitmanagements im Betrieb, also auch im Bereich des Personalmanagements. Wir haben so viele Gleitzeitmodelle schon ausprobiert, Cafeteria-Modelle, wie sie so heißen, also oder praktisch in Betrieben, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer selber sogar aussuchen, wo sie wie viele Stunden arbeiten, je nach Bedarf und je nach eigenen Neigungen. Also ich muss Ihnen vollkommen recht geben. Und noch etwas anderes muss ich einschränkend hinzufügen, ich glaube auch in Ihrem Sinne. Natürlich kann man dieses Modell auch nicht von heute auf morgen umsetzen. Das ist ein Übungsprogramm. Das heißt, wir können bestenfalls sagen,
dass wir, nehmen wir mal in einer halben Dekade, durchschnittlich 5 Stunden runterkommen und mal gucken, wie sich das anfühlt und was wir dann noch vor uns haben und welche institutionellen weiteren Regelungen wir noch brauchen, um langsam aber sicher das als Zielwert, ja, vielleicht irgendwie zu nehmen, uns daran zu orientieren. Also ich bin total Ihrer Meinung. Zuerst die Familienangesprochene Dame. Ja. Also ich wollte ganz kurz sagen, ich wollte überlegen gehen, haben wir das nicht schon lange? Also einerseits ist die Forderung der Umverteilung der bezahlten Arbeit in der Frauenbewegung immer mal wieder bedacht worden, immer nur von der Minderheit natürlich, weil nicht so häufig das nicht in einer sozusagen Arbeitsgesellschaft. Aber wir haben es doch de facto. Wir haben von 1800 bis 1900 sozusagen die wertschaffende Hausfrau, die nur aus dem Bruttosozialprodukt rausgerechnet wurde, die auch noch die Werterhalte hat, die erhalten hat, indem sie gekauft hat und Kartoffeln angebaut hat und solche Sachen. Und ab 1900 wollten alle arbeiten, aber der Pakt haben wir doch so. Die Frauen kriegen de facto größtenteils nur Halbtagsstellen. Und in Berlin sind sowieso ein Drittel der Leute alle prekäre. Wir haben das schon lange. Es geht jetzt eigentlich darum, es geht jetzt doch eigentlich nur darum, dass wir jetzt, wie Nico Pieck sagt, ein gerechteres Modell, wo das sozusagen akzeptiert wird. Also dass meinetwegen Silvios Gesellung Lohn für Hausarbeit für alle Eltern gilt, dass man allen ermöglicht, lokale Subsistenz zu betreiben und sozusagen Tauschgesellschaft. Aber de facto haben wir das. Wenn ihr euch anguckt, wie viele Frauen gezwungen sind und Migranten gezwungen sind, in mini prekären Jobs zu arbeiten, dass der Durchschnittsberliner sowieso nur 1000 Euro und viele Ostdeutsche auch noch, aber 1000 Euro weniger als alle anderen verdienen, haben wir es. Es muss jetzt nur sozusagen direkt umgesetzt werden. Und sozusagen, es muss aus von einer miesen Lage auf Kosten von Teilen der Bevölkerung umgelegt werden auf eine Befreiung von allen. Das ist die Arbeit. Ja, ich lasse das mal so stehen. Ne? Also ich bin jetzt nicht in allen Punkten dieser Auffassung, aber einiges davon, das spricht mir schon aus dem Herzen und sehe ich auch als Herausforderung an. Okay. Aktuell haben wir noch 3 Wochen. 1, 2, 3. Mir fällt auch bei diesen Übungsmodellen, die aufgefallen haben, also ich, wenn ich das hier durchlese, die Situation hatten wir ja, also Entrümpelung nach dem Zweiten Weltkrieg. Da waren die Menschen in einer so einer Situation, dass sie das leben mussten. Ne? Also das wollte ich nicht sagen. Ich meine, nach dem Zweiten Weltkrieg hat bittere materielle Armut geherrscht. Und da bestand das Gebot der Stunde darin, wirklich über einen Prozess der Industrialisierung diese Knappheit in gewisser Weise zu lindern. Und heute hat sich quasi das Pendel in die andere Richtung bewegt. Das heißt, wir haben heute das Problem, uns von einem Überfluss zu befreien. Diese Situation würde ich schon noch als eine andere betrachten, wenngleich Sie natürlich in einem Punkt recht haben. Wenn wir mal den Teil auf der Folie, der damit Subsistenz überschrieben ist, den nochmal so rekonstruieren, wie ich das gerade versucht habe, indem wir sagen, wie sieht es denn mit der Befähigung der Menschen aus? Verlässliche, auch entmonetarisierte Tauschbeziehungen einzugehen, das als normal, als etwas Kultiviertes auch zu betrachten oder auch handwerklich fähig zu sein, sich nicht zu schade zu sein, ohne Geld und ohne Sprit Dinge zu vollführen, auch mal einen Meter zu laufen, statt immer irgendwie fossile Fortbewegungsmittel zu haben. Oder auch die Zeit, die man sich nimmt, statt also immer nur weltweit unterwegs zu sein. Dann gebe ich Ihnen recht, diese Befähigung war irgendwann vorhanden. Und wir haben diese Befähigung ausgemerzt als Preis dafür, dass wir bei ein modernes Bildungs- und Industriesystem die Menschen konditioniert haben darauf, sich genau wie eine Produktionsstätte auf eine ganz bestimmte Tätigkeit zu spezialisieren, die man dann auf dem Arbeitsmarkt entsprechend sich gut bezahlen lassen kann. Nicht? Das heißt, wir sind da schon auch rausgekommen. Aber für mich kann es nicht eine Rückkehr geben in die Nachkriegszeit oder auch, was auch oft als Assoziation geweckt wird, in die damalige DDR, wenngleich ich mich auch nicht dagegen aussprechen würde, zu lernen. Es gibt auch aus der Vergangenheit was zu lernen, was nicht immer nur negativ ist. Man muss eben nur genau hingucken und kritisch reflektieren. Nicht? Aber alleine das jetzt erreichte technische Niveau, das wir haben, erlaubt ja auch, Subsistenz ganz anders zu definieren. Ja? Also in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg hat Selbstversorgung aber auch wirklich Selbstversorgung bedeutet.
Ja, also ohne jede technische Hilfsmittel, das wäre heute ja nicht der Fall. Wir sind heute so dermaßen ausgestattet, dass wir dann immer auch nach einer Form der Entrümpelung, der Erleichterung dieser Gesellschaft, also um materielle Überflutung, immer noch einen Grundstock hätten, auch an technischem Fortschritt, den wir sehr gut nutzen können. Erst der Herr, dann Frau Dr. Sabine und dann Sie und dann die Präsidentin bitte auch befragen. Ja, ich habe immer wieder ein Problem, wenn man von der Wachstumsökonomie zur Postwachstumsökonomie denkt, geht es ja um die Frage, wie stürzt man die Macht des Kapitals und die mit dem Kapital verbundenen staatlichen und wissenschaftlichen Eliten. Und da wird hier immer so ein schöner Schritt gemacht, aber nicht ausgeführt, soll das evolutionär sein, soll das reformistisch sein. Soll das revolutionär sein? Und wenn revolutionär, soll es um Gewalt gehen oder soll es gewaltlos gehen? Diese Dimensionen müssen ja deutlicher zur Sprache kommen. Sie haben ein Ego bezeichnet. Ein Ego, das sicherlich in der Physik obdachlos ist. Aber ob dieses Ego in der Lage ist, zu einem revolutionären, gewaltlosen Wir zu werden, dass sozusagen die Macht des Kapitals hier stürzt, das ist ja durchaus die Frage. Viele Theoretiker machen da dann Schluss und verweisen auf ein demnächst erscheinendes Buch, was dann nie erscheint. Also, ich glaube nicht an die Macht des Kapitals. Ich glaube an die Macht der Konsumabhängigkeit. Ja, es gibt überhaupt keine Pathologie oder Verwerfung, die von irgendeinem Kapitalstock ausgeht, die denkbar wäre, ohne dass wir als Konsumenten abhängig sind von denjenigen, die Kapital einsetzen. Deswegen kann ich auch nicht eine Antwort auf die Frage geben, ob das, was ich jetzt hier anpeile, revolutionär ist. Ich habe auch nicht die Zeit, über Transformationsszenarien jetzt zu reden, aber ich kann mir schon eine Graswurzel, ich kann mir eine Basis, ich kann mir eine Pionierentwicklung vorstellen, die darin besteht, dass wir jetzt im Prinzip Schablonen schaffen. In den gesellschaftlichen Nischen, wo Menschen schon Kraft ihrer Kompetenz, ihrer Überzeugung, ihrer Vernetzung, ihrer Sensibilität schon unter vorsorglicher Vorwegnahme dessen, was noch auf uns zukommt, Lebensstile einüben und praktizieren, auf die dann andere zugreifen können. Das würde ich nicht als Revolution, sondern als soziale Diffusion. Sie können auch sagen, es ist reformistisch, bloß mit reformistisch habe ich ein Problem, weil man immer meint, es sei dann auch der Staat, der das blockiert. Nichts würde ich mir mehr wünschen, als einen Staat, der Kraft bestimmter demokratischer Mehrheitsverhältnisse Rahmenbedingungen setzt, die das erlauben. Andererseits glaube ich eher an den Osterhafen als an diese Mehrheitsverhältnisse. Die letzten Wahlergebnisse sind Ihnen ja auch bekannt und wir sehen, dass wir uns eher wegbewegen von einer Politik der Nachdenklichkeit, ja, also über unser Wachstumssyndrom. Und es gibt immer zwei Möglichkeiten, wenn wir von Machtverhältnissen reden. Sie auszuhalten, sich mit ihnen zu arrangieren, das tun wir derzeit, oder ein revolutionäres Subjekt irgendwie zu finden, oder drittens, dem System den Rücken zu kehren und zu sagen, ich lasse mich von diesem System schlicht und ergreifend nicht in Abhängigkeiten bringen. Wenn ich beispielsweise kein Pferdefleisch esse, weil ich Vegetarier bin, kann dieser Skandal an mir vorbeigehen. Wenn ich keine Verarbeitung von Lebensmitteln kaufe, sondern sie mir selber herstelle. Ja. Zum Beispiel. Wenn ich kein Auto brauche, weil ich es mir angewöhnt habe, entweder zu Fuß zu gehen, Fahrrad zu fahren oder mit öffentlichem Personennahverkehr unterwegs zu sein, da kann es mir egal sein, ob VW den Bach runtergeht. Ich bin nicht erpressbar von VW in dieser Situation. Und wenn ich meinen Konsum auf ein Niveau reduziert habe, das ich stabilisieren kann auf Basis solcher Austauschverhältnisse, bin ich noch weniger erpressbar dadurch, dass man mir androht, ich würde, was weiß ich, meinen Job verlieren, wenn ich nicht, was weiß ich, nach dem Motto, das Brot, ich esse das Lied, ich singe, bestimmte Dinge tun. Das heißt also, die Welt der Macht hat immer zwei Seiten. Man hat nicht nur die Inhaber von Macht. Macht braucht immer einen Empfänger. Und wenn der Empfänger sagt, ich bin nicht mehr dein Empfänger, das ist kein leichter Weg, ja, dann bricht diese Konstruktion der Macht ein Stück weit zusammen. Ich kann immer nur wieder auf das Buch von Marianne Grunemeyer verweisen, Die Macht der Bedürfnisse. Und Marianne Grunemeyer hat da sehr vorzüglich eigentlich dargelegt, dass die ursprüngliche Systematisierung von Macht, wie man sie bei Max Weber oder vormals auch bei Karl Marx vorfand, schön und gut und richtig ist, aber nicht vollständig. Es bleibt immer noch dieser Machtfaktor der Abhängigkeit, der immer übersehen wird. Und mit dem Konsum, mit dem Versorgungsniveau, das wir erreichen, steigt auch unsere Abhängigkeit von den Zentren, die wir dann als Machtzentren sehen.
Das heißt also, der Preis für Wohlstand ist immer Abhängigkeit. Und dann kann man berechtigt werden. Das heißt, wenn man Menschen beherrschen will, ohne Waffengewalt, muss man sie zu Konsumenten machen. Und in Europa haben wir keinen Bürgerkrieg, wir haben auch keine faschistische Diktatur. Wir können das in Europa nicht rausreden damit, dass da ein Saddam oder ein Assad oder so derjenige ist, der ihr Machtzentrum bildet, sondern hier haben wir genau diese Abhängigkeitsverhältnisse. Das ist aber auch keine wirkliche Gegenrede. Ich habe auch nichts dagegen, politischen Druck auszuüben auf Konzerne. Aber wissen Sie, was mein Problem ist? Ich habe noch nie einen Heroinabhängigen gesehen, der zu dem Dealer gegangen ist und hat gesagt, jetzt stelle ich aber die Machtfrage. Das heißt, bevor dieser Heroinabhängige nicht eine Entzugskur durchläuft, und die kann ihm keiner ablehnen, die muss er selber machen, wird er nie die Kraft haben, glaubwürdig diese Machtfrage zu stellen. Mit anderen Worten, ich will ja für Sie auch die Machtfrage stellen, aber wir sind selber zu ohnmächtig, um sie zu stellen, weil wir so wie die Heroin-Junkies abhängig sind von jedem System, das diese Machtbasis also hervorgebracht hat. Okay. Dass hier viele Anteile von dem, was wir, viele Themen, die wir in den letzten Tagen schon gehört haben, so mal zusammengebracht wurden und so in so einen Zusammenhang gestellt werden. Vollgeld, Geldreform, Anteile und Energiewende und das alles. Und wo wir schon immer wieder mal geschaut haben, ja, was ist denn jetzt nun richtig, wo können wir anfangen? Also das finde ich schon mal ganz, ganz toll, dass das passiert ist hier jetzt. Und mich würde jetzt noch speziell interessieren, also von diesem Ansatz aus auf die Energiewende zu gucken. Was ist da jetzt für mich, das ist jetzt ziemlich undurchschaubar, wo jetzt die besten Schritte sind, wie wir aktiv werden können. Und ja, vielleicht gibt es da ja so ein paar Einblicke. Ja, also zum Thema Energiewende zu sagen, dass die deutsche Energiewende, so wie sie derzeit, also wirklich im Sinne der größten denkbaren Koalition in den deutschen Parlamenten vorangebracht wird, ein Desaster ist. Es gibt keine Alternative zur Energiewende. Es gibt wohl auch keine Alternative zur stärkeren Nutzung regenerativer Energie. Aber die gerade von mir schon an anderer Stelle kurz angesprochenen materiellen Rebound-Effekte sind eben ein großes Problem dieser Energiewende. Was wir also wissen müssen, ist Folgendes. Wir haben eine Renaissance der Kohle. Es ist kein Zufall, dass im letzten Jahr die Emissionen in Deutschland wieder gestiegen sind, wie das Umweltbundesamt jüngst ja auch verlautbaren ließ. Das liegt daran, dass wir also quasi hinter der Fassade von Windturbinen und verspiegelten und vermeisten Landschaften, als Symbol für die Energiewende, worüber man ja auch nochmal streiten kann, dass dahinter eben so viele neue Kohlekraftwerke gebaut werden in Europa, dass man sagen kann, das Schlechte und das vermeintlich Gute wächst hier um die Wette. Und was darunter zu leiden hat, ist dann quasi die Ökosphäre. Aber nochmal in aller Ruhe, die deutsche Energiewende betrifft nur Elektrizität. Und das ist ein Witz. Das ist aus zwei Gründen ein Witz. Erstens, die Elektrizität, die gebraucht wurde, um dieses USB-Element herzustellen, wurde zu 100% nicht in Deutschland umgewandelt. Die Elektrizität, die in diesem Jackett steckt, in diesem Notebook, in diesem Stuhlbezug, kommt doch gar nicht aus Deutschland. Das ist Elektrizität aus Indien und China, da wo die Werkbänke stehen. Das heißt also, der deutsche Energiemix sagt sowieso nichts darüber aus, wo die Energieverbräuche unserer Lebensweise geografisch zu Buche schlagen. Und dann, wie gesagt, ist in Deutschland nur die Rede von Elektrizität. Was ist mit dem Kerosin für Flugzeuge? Was ist mit dem Schweröl für Schiffe? Was ist mit dem Sprit für die ganzen LKWs, die jedes Quartal leer werden? Was ist mit dem Sprit für Autos? Elektromobilität ist Science Fiction. Zumindest wenn man Elektromobilität als ein Substitut für die derzeitige fossile Automobilflotte betrachtet. Was ist mit der Energie in der Landwirtschaft? Und was ist mit der Wärmeenergie in den Häusern? Die fast über 30% der menschengemachten Emissionen verursacht. Und dann, ich sagte es bereits, was ist mit der grauen oder indirekten Energie, die in der Produktion jener Objekte drin steckt, die gar nicht mehr in Deutschland produziert werden? Diese Energiewende ist eine optische Täuschung. Was müssen wir tun? Wir müssen radikal, und das ist eben das Modell, was ich vorgestellt habe, radikal Produktion und Konsum zurückfahren, um mit weniger Energie auszukommen.
Und auf dem Weg dieses Zurückfahrens der Industrie, im Fasten des Wortes, müssten wir Autobahnen stilllegen, Flughäfen, die größten Klimakiller stilllegen, wir müssten Parkflächen stilllegen, Gewerbeflächen stilllegen, wir hätten dann viele Industrie brauchen. Und das sind die Flächen, wo Windkraftanlagen, Photovoltaik und solarthermische Anlagen hingehören. Biogas ist eine ökologische Katastrophe und doch können wir auch in einer Postwachstumsökonomie Biogasanlagen insoweit betreiben, als sie sich speisen aus hofeigenen oder regionalen Substraten, die sowieso anfallen als Biomasse, die sonst irgendwie der Kompostierung oder der anderen ökologischen Assimilation anheimgestellt werden müssen. Dann haben wir die Hausdächer. Hausdächer von Gebäuden, deren Dachneigung und deren Statik es zulässt, PV- oder solarthermische Anlagen draufzubauen. Was wir auf diesem Wege ohne weitere Zerstörung von Landschaften, ohne weitere Versiegelung von Boden, an Energie erzeugen können, das ist das, was Fritz Schumacher als menschliches Maß bezeichnet hat. Das ist das, was man ökologisch vertreten kann. Und unsere Leistung wird es sein, unsere Ansprüche daran anzupassen. Das ist Energiewende. Aber nicht das, was derzeit ja als Budenzauber zelebriert wird und darauf hinausläuft, dass wir die Natur abschaffen in Europa. Das ist das Resultat der momentan proklamierten Energiewende. Ja? Da in Niedersachsen, da wo der Werner Onck und ich herkommen, kann man das also besichtigen. Aber den Weg noch im Schwarzwald. Herr Kretschmer hat doch wenige Zeit nach seiner Wahl gesagt, ja Leute, jetzt machen wir Energiewende. Ach und übrigens, ja mit dem Schwarzwald, ist das denn so schlimm, wenn Windkraftanlagen, man kann sie ja jetzt höher bauen. In Oldenburg bauen wir jetzt 150 Meter hohe Windkraftanlagen, wir gehen jetzt in ein Landschaftsschutzgebiet rein. Das passt doch gut zu den Wäldern. Dann haben wir ein Zweistockwerk, unten ist die grüne Masse, oder was davon noch übrig bleibt, wegen der Zufahrtswege, nicht zu den Fundamenten für die Anlagen, die man ja braucht, und die Kabel, die man ziehen muss. Und darüber sind dann die Propeller. Sieht denn das so hässlich aus? Sorry, für mich ist das eine industrialisierte Landschaft und nicht die Lösung eines Umweltproblems. Wenn ich mir dagegen eine Autobahn vorstelle, die stillgelegt ist, weil sie sowieso ein Klimakiller ist, die ich nicht entsiegeln kann, und da Windkraftanlagen draufbaue, kann ich sagen, das Ding ist wenigstens leiser, als wenn da Autobahn. Die letzte Frage für die Zeit, die wir haben. Sie mich? Ja. Also bei all den Vorschlägen, die Sie gemacht haben, haben Sie ja wiederholt auf die Regionalwährung hingewiesen. Und ich meine, ich bin selbst der Herausgeber einer Regionalwährung Schleswig-Holstein, kann was, heißt die im Übrigen. Der eine kann dies, der andere kann das. Keiner kann alles, jeder kann was. Genau. Kann was heißt diese Währung? Wie kommt es, und welche Erfahrung haben Sie, wie kommt es, dass die Akzeptanz zwar bei den Geschäften durchaus gegeben ist, dass aber die Menschen überhaupt nicht dazu zu bewegen sind, nun in dieser Geschichte lächerlich wenig zu investieren, ein klein bisschen mehr Zeit. Welche Erfahrungen haben Sie auf dem Gebiet gemacht? Und dann weisen Sie dauernd auf den Kingmauer hin, so weit weg, Sie weisen auf alle möglichen Anhängen. Denken Sie doch mal ein bisschen über den Kanvas nach und erwähnen Sie den hier. Das hättest du auch machen können, Also, ich verspreche Ihnen hiermit hoch und heilig, dass ich demnächst in meinen Vorträgen nicht immer vom Roland Regional und dem Chiemgauer reden werde, sondern auch vom Canvas. Er ist übrigens die dritte Währung, erst Roland, dann Chiemgauer und dann kam der Canvas. 2004. Gut, das ist das Erste. Jetzt zu Ihrer Frage. Wissen Sie, die Sozialwissenschaftler, auch die Psychologen, es gibt ja viele Umweltpsychologen oder Leute, die beides sind, so. Harald Welzer, der Psychologe und Soziologe ist. Also so unsere Clique, wenn man so sagen will. Wir beißen uns im Prinzip an dieser Frage seit Jahrzehnten die Zähne ab. Machen wir uns nichts vor. Diese Gesellschaft ist noch lange nicht reif für das Modell, das ich Ihnen hier skizziert habe. Das ist auch der Grund dafür, weshalb ich gesagt habe, schon auf der zweiten Folie, oder besser gesagt, das kurz angedeutet habe, dass es zwei wichtige Tendenzen gibt. Das eine ist, wir müssen uns klar machen, dass das, was wir unter Wohlstand verstehen, ein Kartenhaus ist. Mit so viel Säulen zu stellen, dass es nur eine Frage der Zeit ist, dass dieses Kartenhaus das macht, was es auch schon in Griechenland gemacht hat. Wenn nicht auf diese Weise, dann vielleicht, weil der Rohölpreis steigt oder weil andere Substanzen knapp werden. Das ist das eine. Das heißt also, auch wenn es zynisch klingt, und das ist nicht meine Art, irgendwie einen zynischen Übergang herbeizureden, aber wir werden wohl erst erleben müssen, dass sich bestimmte Dinge verschlechtern, damit sich anderes verbessern kann. Das ist das eine. Das andere ist aber, nichts ist wichtiger jetzt, als diese Projekte, wie Sie sie auch betreiben, wirklich durchzuhalten. Die werden dann nämlich gebraucht, wenn so eine Situation eintritt.
Was, ich meine, was wäre in Griechenland an Dramatik ja, zu vermeiden gewesen, wenn dort Menschen schon frühzeitig Community Gardening geübt hätten? Wenn dort schon regionale Währungen existiert hätten, das von denen dann auch die. Das hätte die Krise nicht vermieden. Bitte? Das hätte die Krise doch nicht vermieden. Natürlich nicht, aber es hätte die Dramatik vermieden. Ich habe nicht von der Krise gesprochen, die man vermeiden kann, sondern von der sozialen Dramatik, die sich daraus schlechtestenfalls entwickeln kann. Die Menschen müssen, da bin ich wieder bei dem Begriff, nach dem der Herr hier heute gefragt hat, die Menschen müssen ökonomisch und sozial resilient werden, indem sie die Praktiken einer anderen Versorgung und auch des Umgangs mit Regionalwährung einüben. Und wenn dann der Druck aufgrund so einer Krise größer wird, dann kann man die Dramatik dadurch vermeiden, dass jene, die bislang zwar auch diese Projekte, naja, verlacht haben oder zumindest ignoriert haben, dass die plötzlich eine Perspektive haben, indem sie sehen können, weil es geht ja anders, weil da laufen lebende Beweise rum. Lebende Beweise. Das sind die Projekte, die Sie auch betreiben. Und man sollte sich jetzt nicht frustrieren lassen. Sie machen das, worauf es wahrscheinlich in 10 Jahren dann ankommen wird. Okay. Das ist, dass Sie teilgenommen haben.